Hallo und willkommen zurück. Es ist so gesehen, ich habe in der letzten Episode gesagt, das Spiel ist zu Ende. Es ist zu Ende, also das Spiel ist wirklich, jetzt ist fertig. Es wird nichts erklärt oder so, aber das Spiel ist zu Ende. Ich habe jetzt mir aus Übersee von Amerika den sechsten Teil bestellt, weil es einfach sonst wo nie oder nirgends gibt. Daher, ich hoffe, der kommt in 2 Wochen. Irgendwie müssen wir das dazwischen quetschen. aber nichtsdestotrotz, wir müssen, beziehungsweise wir wollten Lunas Sachen finden und ich weiß schon, wo eine der Sachen sind. Beziehungsweise ist so. Passwort! Hinterhältiger Schurke! So. Ich glaube. Oh nein, das ist total falsch. Ich vermute besser gesagt, dass hier oben irgendwo einer ist. Ich kann es aber nicht sagen, weil ich es auch selber nicht weiß, wo was ist. Der Raum gibt es immer noch. Neville steht noch da. Er weiß bestimmt etwas über selbstdüngende Sträucher. Ja, weiß er. Hallo Neville. Weißt du etwas über selbstdüngende Sträucher? Natürlich. In meinem Buch Fleischfressende Bäume der Welt sind ein paar echt gute Fotos davon. Es liegt auf meinem Nachttisch im Jungenschlafsaal. Ihr könnt es euch holen. Danke. Na, danke sehr. Warum? Das ist der einzige, der noch hier ist, ne? Nur wegen ihm existiert der Raum überhaupt. Daher, er ist immer nur hier. Immer hier. Ja, wenn ich hier oben war, doch. Hier oben waren? Im Film auf jeden Fall. Etwas oder, glaube ich, Schuhe von Luna. Kennen Sie das Passwort von Percival Pratt? Gibt er wieder Rätsel auf? Ich kenne es nicht. Frag Professor Basil Franzek. Ne, der kenne ich leider auch nicht. Nee, zum Wahrsagen möchte man nicht. Wenn eigentlich Wahrsagen, dann wüsste die Dame eigentlich immer alles. Aber ich glaube nicht daran. Also die weiß ja nicht viel. Aber die hat die Prophezeiung gegeben. Das ist schon mal. Ich glaube, wegen dem ist sie überhaupt so hingekommen, ne? Wie sie ist. Ey, diese Gänge hier sind ja wirklich total durcheinander. Ey. Darf man hier mal kurz durch? So. Wieder hoch. Dann haben wir's. Okay, ist wirklich niemand mehr hier. Hier ist ja auch irgendwie. Naja. So, dann mal kurz. Rein dann die gute Plunze. Und hier ist hoffentlich das Schuh. Fleischfressende Bäume der Welt. Das brauchen wir für Professor Sprouts Aufsatz. Hermine, könntest du mir nicht ein ganz klein wenig helfen? Na, dann mal los. Durch die Wände. Und daher. Okay, bringen wir die Aufsätze zu Professor Sprout. Funktioniert das? So, Miss Sprouty. Na gut, kommen wir gleich mal runter hier. Willst du nicht nochmal in unserem Raum vorbei? Egal, komm weiter hier. Professor Basil Frotzig oder so hat die gesagt? Keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung. So, zu Sprout. So. Wie jetzt? Doch, sie ist die Eingangshalle, die steht da. Okay, ich dachte schon, da würden jetzt die Dinge angezeigt, wo was ist, aber wäre irgendwie komisch, wenn das anzeigen würde, so. Ich dachte schon, wie lange geht's, bis das Ding kommt? So, Rudelüde,
Kennen Sie das Passwort für das Porträt von Percival Pratt? Ständig wissbegierig, Harry. Das freut mich sehr. Nun, du solltest deine Entdeckungsreise bei der Schäferin am Treppenabsatz im zweiten Stock fortsetzen. Machen wir das kurz, ne? Lerne fürs Leben. Bei der Schäferin im zweiten Stock. Ich weiß, wo das ist. Warte mal kurz, das ist der erste Stock, ich Affe. Aber ich weiß, wo es ist. Beim Treppenabsatz? Ein toller Tag zu lernen. Wie jetzt? Ist doch irgendwie strange. Wie kommt man da hin? Oder ist es... Das ist, oben ist der dritte Stock. Das ist ja eh falsch. Das sind die Schäferin, aber der zweite Stock ist ja auch falsch. Auf zu neuen Abenteuern. Das ist ein bisschen strange. Hermine, darf ich kurz? Danke sehr. Steht was Interessantes an. Und das ist der erste Stock, ne? Es gibt keinen zweiten Stock, die wollen mit verarschen. Große Treppe, erste, zweite Stock, das stimmt doch. Okay, bringen wir die Aufsätze zu Professor. Ja. Das ist mir klar, aber ich möchte die Schäferin, und das ist bestimmt nicht die Schäferin, logisch, das ist ja die Braut. Na gut, komm. Egal. Sind Sie sicher, dass Sie das Passwort nicht kennen? Das sagte ich bereits, Harry. Geh zum Porträt der Schäferin am Treppenabsatz des zweiten Stocks. Jetzt können wir nicht mal durch. Ey, das ist doch doof. Das ist der zweite Stock, du Affe. Du Lappen. Hier irgendwo? Nein. Wo ist denn die Dame hier abgeblieben? Ach, die da hinten. Och, du meine Güte hier. Der zweite Stock ist kein Stock in dem Sinne. Das ist, nee, ja. Auch hier durch. Geht nicht. Der dritte Stock durch. Quatsch mit Soße. Das ist komisch. Für den zweiten Stock muss man zuerst in den dritten Stock und. Oh, ey. Freunde, warum. Warum macht man es so kompliziert? Der zweite Stock ging ja am zweiten Stock raus. Ende. Das ist doch irgendwie logisch. Der zweite Stock geht um den zweiten Stock raus. Aber nein, hier dritte Stock und dann geht man rund und die Chef. Ich weiß, ich kenne das Bild. Der Treppenabsatz ist auch hier. Hi Harry. Hey. Ne, hier ist nicht der zweite Stock. No, bestimmt nicht. Aber es wäre auf der gleichen Etage, also von dem her. Es würde funktionieren. So rum. Alles klar. Es ist doof, dass der zweite Stock nicht im. Das verstehe ich nie. Da steht auch zweiter Stock. Aber das stimmt nicht. Nee, das ist total falsch. Ich
Dachte schon. Jetzt aber, wir haben ja gar keine andere Wahl als hier. Das ist wirklich komisch. Ich begreif's aktuell gerade nicht mehr. Ich folge einmal den Fußspuren. Ich glaube, sie ist nicht in ihrem Büro. Ja, gern. Aber die Zeichnung von Hogwarts führt da durch. Ich begreif's nicht. Also klar, er will natürlich hier wieder durch. Quatsch mit Soße. Sind Sie sicher, dass Sie das Passwort nicht... Das... Ich depp. Klar. Klar. So, dann mal kurz. Jetzt gehen wir doch mal dahin. Komm. Könnte mir bitte jemand sagen, wo wir waren? So, jetzt sind wir hier. Ich weiß, wo es ist, ich Affe. Wenn man in der Verwandlung hochgeht, geht eine Treppe runter. Ja. Ich Depp. Da, oh mein Gott, die ist versteckt. Ich weiß, wo. Die ist wirklich versteckt, das ist doof. So, gehen wir trotzdem hier wieder runter. Oh nein, er ist es. Ich höre gar nicht zu. So, aller guten Dinge sind 50.000. So, durch die Soße. Ich glaube, es ist schon richtig. Hi. Alles klar. Denn hier geht's jetzt hoch, aber beim Wasserspeier, beim Sprechen Wasserspeier kann man... Hallo. Hey. Runter. Ach, scheiße. Ich kenne teilweise die Zusammenhänge, aber das große Ganze nicht, leider. Ist doof. Hallo. Wie viele Geheimgänge glaubst du gibt es in Hogwarts? Ich wette Tausende. Wir sollten zum Gemeinschaftsraum gehen. Hier läuft mir zu viel Pack rum. So, und hier? Hier. Ist Treppenabsatz unten oder oben gemeint? Hier ist sie. Hi. Kennen Sie Percival Pratts Passwort? Ich? Nein, nein, nein. Aber dieser Google Stump in der Halle neben der Brücke. Er kennt viele Antworten. In der Halle neben der Brücke. In der Halle neben der Brücke, toll. Ja, ey. Aber zumindest können wir jetzt Sprouts Probleme hier lösen. Zumindest sind wir jetzt hier und können wieder das Passwort benutzen. So, durch und ich hoffe, jetzt sind sie nicht mehr so komisch blau, ne? Strange. Professor Sprout, hier sind die Aufsätze über selbstdüngende Sträucher. Hervorragende Arbeit. Sogar mit erstklassigen Bildern. 10 Punkte für Gryffindor. Wenn Sie Kräuterkunde üben möchten, können Sie als Zackschüler jederzeit das Gewächshaus nutzen. In unserem Geheimraum sind je...
Ich dachte schon, was ist jetzt los? Hier ist nichts. Irgendwo, glaube ich, ist irgendein Zwischenraum. Oder habe ich mich hier vertan? Ist es... Okay, schmeiß das Ding wieder an. Komm. Aber... Na, das ist Brown, ne? War's das? Wieder das gleiche Ding. Ich dachte jetzt... Entschuldigung, ich dachte, wir kriegen was anderes, aber nein. Leider nicht. Ja dann. Was das für Harry Potter 5, ne? Wir haben Luna Lovegoods verlorene Besitztümer, aber die steht ja immer nur da hinten rum und ich weiß nicht, wie wir die genau finden. Wir können jetzt wirklich alles absuchen danach, aber ich weiß nicht, wie, wo, was da alles sein könnte. Das boah, ist wahrscheinlich noch eine Runde schwieriger. Lerne fürs Leben. Wissensdurst. Ein gesunder Geist ist ein wacher Geist. Das ist demnach Professor Basil Franzig. Oder hallo? Basil Franzig? Franzig? Keine Ahnung. Aber ja, keine Ahnung, wo jetzt Lunas Dinge versteckt sind. Ob sie sogar in Bilder versteckt sind oder nicht. Ich glaube, die Aufgabe, die lassen wir aus. Hey! Warum verstecken Sie deine Sachen? Weil Sie mich seltsam finden, glaube ich. Einige nennen mich sogar Loony Lovegood. Aber das ist noch lange kein Grund, dir deine Sachen wegzunehmen. Ich sag dir Bescheid, wenn ich sie finde. Ich weiß nicht, ob wir die auch machen sollen oder nicht. Aber hier finden wir nichts, ne? Danke, Ronald Weasley. Danke sehr. Ich glaube, das ist das Ende für uns von Harry Potter und der Orden des Phönix. Ja, hier wieder alles hergestellt. Es ist wunderbar cool. Und es ist so schön wie eh und je. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Ich weiß nicht, welches Spiel, aber Harry Potter 6 wird's gleich nach dem hier nicht sein. Da wird zwischendurch ein anderes kommen. Ich muss gucken, welches. Aber wir sehen uns bestimmt mal wieder. Bis dann, einen wunderschönen guten Tag.